Das Kavalierhaus Klessheim war wieder einmal Schauplatz einer großen Veranstaltung. Der Ball der Tourismusschule Klessheim stand am Programm. Schüler, Eltern und andere Besucher genossen diesen Abend bei gutem Essen, Musik, Tanz und Show-Einlagen. Somit konnte man für einen Abend den Schulstress hinter sich lassen. Ganz in Blau gehalten präsentierte sich das Kavalierhaus anlässlich des Klessheim-Balles. Gemäß dem Ballmotto Lost in the Clouds, was so viel wie in den Wolken verloren bedeutet, konnten die Besucher wirklich einmal abschalten und sich einer Ballnacht hingeben. Einige DJs sorgten für Musik und gute Stimmung. Des einen Freud ist des anderen Leid und so musste eine Klasse die Arbeit verrichten. Ja, es ist ja so, dass immer, das ist jedes Jahr so, die vierten Klassen organisieren den Ball, also wird ein Ballkomitee aus 12 Personen immer gewählt und die organisieren den Ball und dann wieder am Ballabend arbeiten eben die vierten Klassen, verteilen im Service, Bar, Küche, Aufbau, Lager, verschieden und die fünften Klassen eben, die feiern dann immer Turnball. So ein Event erfordert natürlich gute Vorbereitung, was der vierten Klasse in hervorragender Weise gelungen ist. Es ist eine Heidenarbeit gewesen, das alles zu organisieren, weil man ist das erste Mal für einen persönlich. Wir sind noch Schüler, also wir machen das auch nicht hauptberuflich, wir machen das alles neben der Schule. Es ist alles nicht dadurch auch nicht sehr einfach gewesen, uns auch neben der Schule so alles sein zu organisieren, aber das haben wir alles hingekriegt. Zum Beispiel jetzt am Ball sind 1800 Gäste locker, mindestens. Wir glauben sogar mittlerweile an die 2000, keine Ahnung, wir sind jetzt nicht so wirklich bei dem ganzen Partyfluss zum Kontrollieren gekommen. Aber wir haben ein fettes Partyzelt eben von der Firma Revolution. Die hat uns das ausgestattet mit richtig fetter Technik. Und drinnen im Kavalierhaus, da spielt eine Liveband, die Foxes. Die geben richtig Gas da drinnen, weil im Kavalierhaus haben wir nämlich 350 Personen, 5 Gänge Menüessen gehabt. Und ja, die brauchen da drinnen nämlich natürlich eine Kavaliersaarstimmung. Das milde Wetter und der erste wirkliche Frühlingstag trugen wesentlich zur guten Stimmung an diesem Abend bei. Das Tanzbein wurde geschwungen, einerseits mit Unterstützung einer Band und andererseits im angrenzenden Zelt mit Hilfe von Musik aus der Konserve. Organisiert von der Agentur Revolution Event, die auch am 4. Mai den Club Circus in Salzburg bzw. das Stadtfest Seekirchen Anfang Juli beleuchten und beschallen wird. Damit sich Autolenker von ihrer Fahrtüchtigkeit überzeugen konnten, gingen zwei charmante Damen mit Alkomaten durch die Reihen. Gegen Mitternacht gab es eine Show-Einlage mit zwei Jongleuren und wen zu später Stunde ein aufkeimendes Hungergefühl plagte, konnte dieses mit einem Leberkässemmel wieder abstellen. Auch wenn an diesem Abend gefeiert wurde, ganz hat es die Matura-Klasse noch nicht überstanden. Die mündliche Prüfung ist noch ausständig. Die Matura ist bei den fünften noch nicht ganz abgeschlossen. Also den schwersten Teil haben sie jetzt mal hinter sich, das ist die schriftliche. Aber jetzt gegen Mitte Mai haben noch die meisten mündlich. Das unterscheidet sich von Klasse zu Klasse. Ein paar haben erst in 4 Wochen, andere haben schon in 2 Wochen. Das unterscheidet sich ein bisschen. Also am Anfang war schon ein Stress, aber jetzt bin ich auch nur froh, dass es vorbei ist. Und jetzt feiern wir heute und es sind alle da und ich freue mich, dass sie da sind. Und ja. Ich habe ja gehört, die schriftliche Prüfung hast du schon hinter dir. Angst vor dem Mündlichen? Nein, ich bin gut drauf. Ich schaue mir nicht so, schaue, was auf mich zukommt und es wird schon passen. Und natürlich gibt es auch schon Berufspläne nach bestandener Matura. Meine Vorstellungen habe ich und ich hoffe, die kann ich verwirklichen. Deine Vorstellungen tendieren irgendwo hin, weißt du das schon? Und nach Asien eher mehr. Richtung Asien, Philippinen habe ich gehört, warst du schon mal? Ja, war ich schon mal. War ganz klasse. Jetzt möchte ich noch nach Singapur oder nach China. So bleibt uns nur noch übrig, den Schülern der 5. Klasse alles Gute für die ausstehenden Prüfungen zu wünschen.